Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Bergischland. Heute mit dabei der Marc und der Boxe. Hallöchen. Grüße. Nicht wundern, der Boxe muss noch mal schnell, musste nur gerade noch mal ganz link während des Intros ans Telefon gehen. Manchmal spielt das Leben halt blöde Streiche und deswegen kommt er gleich dazu. Ich glaube einfach, der hatte keinen Bock hier die Kartoffeln anzusehen, ne? Jetzt mal gesagt, boah, geile Mission, Junge, korrekt. Und jetzt ist ihm aufgefallen, kacke, das ist voll die Drecksmission. Gar keinen Bock drauf. Aber egal, wir sind leer. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Karre von Boxer. Hallöchen. Ein wunderschön. Mahlzeit. Grüße euch alle. Du, Uwe, könntest du mir nochmal Rechte geben, bitte, für die Raupe? Die Baumfräse. Warum habt ihr die nicht mehr? Ich konnte es nicht sagen. Konnte auf jeden Fall nicht mehr einsteigen. Ist erledigt. Erledigt. Okay, Dankeschön. Bis später. Bis später, Chatterin. Okay, komisch. Aber scheiß drum. Marc, wie war dein, oder hattest du ein langes Wochenende? Ja, hatte ich. Hattest du Freitag frei? Ja, hatte ich. War super. Schön lange war's. Das klang jetzt ein bisschen ironisch mit war super, aber meintest du wirklich so? War mal ein kleiner Urlaub? Ja, genau, war wie echt wie so ein kleiner Urlaub, ey. Ah, kenne ich. Also ich habe Donnerstag natürlich frei gehabt, wie alle, aber Freitag gearbeitet. Muss aber gestehen, dafür, dass wenig Leute da waren, war es ein sehr entspannter Tag, wo man einfach mal ein paar Sachen aufarbeiten konnte. Das fand ich auch sehr, sehr angenehm, muss ich gestehen. Ja. Hast du irgendwie Vatertag, Christi Himmelfahrt, irgendwie was Besonderes gemacht? Oder ganz, nee, ganz gar entspannt? Nicht. Ich war zu Hause. Hatten eh Besuch da und von daher konnten wir nicht so groß. Ist ja auch in Ordnung. Wetter hat ja auch nicht so ganz mitgespielt. Deswegen. Das Wetter ist momentan eh so eine Sache. Also bei uns ist gerade schon wieder mega kalt, mega windig. Ja, ist ja auch. Immer am Regnen. Kurz danach kommt die Sonne wieder raus. Das ist immer das Ärgerliche. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Problem hast als Hundebesitzer. Immer wenn ich rausgehe, denkt sich das der Regen. Ey, geil, Junge, der Typ ist vor 5 Minuten losgegangen, der geht noch eine Weile, jetzt lass mal richtig ein bisschen nass werden von oben. Ich komme zu Hause, trockne meine beiden Hunde ab, ziehe mir eine trockene Hose an, so, ne, und dann reiner Sonnenschein. Ich denke, Alter. Ja, kenn ich. Habe ich so ein schlechtes Karma, denke ich mir dann immer. Aber schön, dass es nicht nur mir so ergeht. Das ist echt schlimm manchmal, ey. Ja, also. Wirklich, momentan finde ich das Wetter sehr, sehr unberechenbar, weil das ist ein Hin und Her. Aber okay, ich meine, Mutter Natur braucht halt auch im Zweifelsfall ein bisschen Regen, damit alles wächst und gedeiht. Richtig, ja, vor allem, du weißt halt auch nicht, was du anstellen sollst, ne? Weil es kann ja jederzeit anfangen zu regnen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich gestehen muss, lieber nehme ich das Wetter, als irgendwie so 30 Grad im Schatten, weißt du, das ist so. Richtig, das brauche ich auch nicht. Dann ziehe ich mir halt lieber eine Jacke an, die auch nass werden kann. Also nicht irgendwie nur ein Pulli oder sowas, der ist ja relativ schnell dann durchgesippt oder sowas, sondern ne, wo der Regen abperlt, und ziehe danach eine trockene Hose an, wenn ich einmal richtig nass geworden bin. Richtig, genau. Das gefällt mir dann schon besser, als wenn du nicht mehr weißt, wie du dich bewegen musst, weil jede Bewegung eine zu viel ist, weil es viel zu warm ist. Das stimmt allerdings. Aber es ist halt. Das uns kann man es, glaube ich, auch nie recht machen. Nein, wir sind, weißt du doch, ne? Wir sind nur am Meckern. Ja. Zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken. Genau. Ja. Ist aber auch okay. Also, gehört ja irgendwie auch wieder mit dazu, auch wenn es blöd klingt. Richtig. Aber immer gut, dass wir das Wetter noch nicht beeinflussen können, sonst hätten wir Katastrophe. Oh, die Zeit läuft nicht. Hör mal. Das ist gut für uns. Nee, ist nicht gut für uns. Dann läuft das Sägewerk auch nicht, ne? Richtig. Ja. Okay. Ja, Marc, du warst ja letzte Woche nicht mit am Start. Wir haben auch kein Holz gemacht. Muss man einfach sagen. Holz haben wir nicht gemacht, aber das Sägewerk, ich zeig's gerade nochmal den Zuschauern.
Hat auch noch 300.000 Liter Kapazität, ne? Also, hast du gerade schon Holz hingebracht? Ja, ich habe gerade nochmal hier Holz hingebaut, ja. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja mega viel. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal nämlich ein bisschen weniger. Wir können nach der nächsten Tour müssen wir mal gucken, wie wir dich beschäftigen. Weil ich glaube, dann ist voll. Und, Marc, deine Entscheidung, kaufen wir Feld 3 und 4, weil, bevor wir jetzt die ganze Folge ein bisschen verquatschen, ganz viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass Werners Team überlegt, die 3 und die 4 bei uns oben zu kaufen. Und da machen sie uns einen richtigen Strich mit durch die Rechnung. Wir wollten eigentlich auf den Drescher sparen, haben wir letztes Mal gesagt. Aber wir brauchen auch diese Fläche und die kostet 76.000 Euro. Ich wäre dafür, sie zu kaufen. Ja, kauf sie. Okay. Weil einfach bevor Werner und Kurse kaufen, weil Paula zum Beispiel oder das Team um Ron hat auch die 48 direkt vor Werners Hof gekauft. Das wird so ein bisschen böser jetzt hier und nicht, dass wir dann einfach ein Feld haben, was uns nicht gehört. Das wäre shit. Das wäre richtig, richtig mies. Gut, okay, das habe ich schon mal gekauft. Wirft uns halt ein bisschen im Plan zurück mit dem Mähdrescher, muss man einfach sagen. Also, ist doch egal. Ich sag mal, der Ideal, wenn er denn draufkommen sollte, ne, ist ja relativ günstig. Ja, was heißt denn relativ? Ich muss mir gestehen, ich habe mir den Mod noch nicht angeguckt. Also der kostet, warte, das ja, kann ich nee, warte, haben. Marc, das machen wir später. Nicht, komm. Okay. Sonst lese ich direkt schon Cheater-Mod oder sonst was. Ich will es gar nicht wissen. Ich guck ihn mir noch an. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht geschafft. Wusste aber, es macht zu dieser Woche auch noch keinen Sinn, weil wir es uns der einzige noch nicht Nachteil, leisten können. Was das Ding halt hat, blaue Rundumleuchte. Ja, Rundumleuchte ist mir eigentlich völlig Wumpe, ne? Aber ansonsten ist das Ding gut. Du, also an der Rundumleuchte sollst jetzt nicht scheitern. Oh, Tempo macht wer besser? Der lädt halt auch ziemlich schnell ab. Der ist, kannst du vergleichen vom Abladen her wie mit dem Roper Panther 2. Okay. Also der so ist, schnell der lädt er cool, auch wirklich ab. Ja, krass. Das ist Wahnsinn. Das ist voll geil. Sehr schön. Ja, dann schauen wir uns den nochmal an. Wir müssen noch jetzt eine Woche länger sparen, aber dann haben wir auf jeden Fall das Feld. Ich habe auch gelesen in den Kommentaren, dass die Jungs beide Schneidwerke haben, beziehungsweise die anderen beiden Teams beide Schneidwerke haben. Ich würde nochmal versuchen, den Drescher von denen abzutauschen, irgendwie gegen eine Gegenleistung oder sowas. Damit wir unser erstes Ackergras schon mal runterbekommen können. Mal gucken, das ist ready, die beiden neuen Felder sind ready. Marc, ich würde mal kurz, willst du mit zu Ron? Ja, ich komm mit. Ich würde mal bei Ron fragen, Guti. Okay. Hallo. 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 Hallöchen. Schande. Servus. Was heißt denn? Ach du Schande, jetzt bring doch nicht so eine Würze rein hier. Ihr kommt immer gleich in Doppelpack. Ja, wir wollten Boxe halt... alleine. Ja, Boxe ist noch... Das ist echt nicht... Ist noch nicht verfügbar. Wir wollten ja einfach nur mal zusammen Hallo sagen. Das ist Hallo. Schön. Hallo. Genau. Ne, das, ich Mama hat uns gut erzogen. Wir gehen zusammen zu Werner hoch. Was haltet ihr denn davon? Wir gehen dann gemeinsam hoch. Das können wir gerne machen, aber erst hatten wir eine Frage an euch. 5 Euro. Das ist ein warte Deal. Der Boxe steht am Straßenrand. Die fragen mal, was das schon kostet. Ja, der antwortet nicht. Der ist noch gemutet. Der hat noch Telefon in der Hand. Was kostet denn die Stunde, junger Mann? Nimm mich mit. Der will nix. Das ist schon ein alter Hut. Den hat man schon auf der Bergmann. Ja, vorher wieder. Ich hol die Raupe wieder hoch, ja? Hast du alles weg in der Weide? Jupp. Sehr gut. Ja, waren ja bloß die paar Bäume, so wie wir es gesagt haben. Ich press mal das Gras auf unserem Weg, ne? Jo, mach das. Ich weiß nicht, wer da lang gemäht hat. Ich sag auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Ausleihen. Ja, sehr, sehr gerne. Wo wir beim Thema Ausleihen Ach sind, nee. Ne? Das passt schon sehr, sehr gut hier in das Ich hab den Braten schon gerochen. Gespräch. Ja, wir wollten fragen, ob die Möglichkeit besteht, dass man sich den Drescher leihen darf. Also, ja, wir fragen natürlich auch noch oben nach, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Ja. Wer hat denn, ich weiß gar nicht, wer hat denn dann aktuell? Ich habe nicht geguckt. Wie gesagt, ich bin drin. Wir müssen ja eh beide Parteien fragen, ob das geht und. Achso.
Das war jetzt einfach nur. Ich hab das Feld gekauft, bevor Werner es holt. Bevor Werner es holt, hast du mal geguckt, wessen Hut das ist? Ich hab nur in dem Video gehört, dass sie das Feld kaufen wollten. Ja, ich hab's in den Kommentaren mehr als einmal gelesen, hab grad Marc gefragt und er so: Ja, kauf. Gut, kaufen wir. Es wäre ein bisschen ungünstig, wenn sie uns das wegnehmen und weißt du, dann kaufst du so die 10 und die 11 oder sowas vielleicht noch. Und das mittendrin kannst du nicht haben. Nee. Ja, haben wir gekauft, genau. Und jetzt wir haben uns ein bisschen geärgert. Ja, ich weiß. Und deswegen, damit sie das nicht an uns auslassen, dachte ich, wir machen das mal lieber schnell. Ach so. Nee, genau, die Felder sind halt erntereif und wir würden sie gerne runterholen. Weil das Untergrubbern ist halt einfach pure Verschwendung bei einem reifen Feld. Deswegen wollten wir fragen, ob das nicht sofort, aber allgemein möglich ist, sich den Drescher zu leihen. Das sollte normalerweise kein Problem sein. Okay. Also ich muss jetzt gerade das Feld hier noch ernten und dann müssen wir das große Maisfeld. Ja, also wir werden in diese Possession wahrscheinlich noch brauchen. Wie gesagt, es geht erstmal nur ums Allgemeine. Wir sind auch noch beschäftigt, kein Problem. Sag gerne Bescheid. Wir fragen auch gleich oben nochmal nach. Hm? Dass wir natürlich auch da das okay bekommen. Boah, das passt, das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Perfekt, super. Müsst ihr auch noch was oben klären, oder? Ich gehe mal mit hoch. Die Zuschauer wünschen sich das Obligatorische, wieder wie früher, einmal vorbeikommen jeden Tag, einmal Hallo sagen. Oh. Ja! Ich finde das schön. Los, komm, lass mal das mal hochgehen. Wir gehen alle hoch. Ich würde jetzt sagen, ich ziehe euch alle, aber es geht ja nicht. Gut, ich switch einfach mal so schnell hoch, ne? Jo. Bis gleich. Tschüss. Oh nee, das wird nichts. Oh nee, das Hallo. Wird nichts. Oh nee, das wird nichts. Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Aber ja. Hey. Jungs, wir hätten eine Frage. Ja. Ist es grundsätzlich möglich, dass wir uns den Mähdrescher einmal ausleihen dürften? Hallo. Hallöchen. Ich glaube, da ist jetzt bei Paul noch nein, im Einsatz nein, relativ also lange. Nicht und dann so, ist er wieder bei uns im Einsatz. Nicht sofort, sondern allgemein. Ja, gut, du sagst mir also gerade, der ist den ganzen Tag bis 20 Uhr durchgehend beschäftigt. Also wir haben ordentlich Felder, ja. 1, 2, 3, 4. Das wird ein bisschen dauern. Okay. Es wird etwas dauern und es ist möglich, liegen ja Welten. Also, es ist schwierig, jetzt Versprechungen zu machen. Das ist generell, weil wenn ich die Versprechung nämlich an Paul mache, dass wir fertig sind und er beharrt dann darauf, dann ist es auch schwierig, weißt du? Ich muss jetzt spontan Nein sagen und mit die Option offen lassen, wenn wir sehen, dass Licht ist, melden wir uns. Aber jetzt würde ich persönlich Nein sagen. Okay. Du siehst schon, Werner ist der Böse hier. Ja, ist mir egal, aber es bringt nichts, wenn wir dann zu dritt am Hof stehen und Däumchen drehen, wenn wir keinen Drescher haben. Naja, alles gut. Nee, die Frage war ja, ob die allgemeine Möglichkeit bestünde. Wenn du sagst, nein, ist das okay, dann werden wir nicht mehr nachfragen. Für den Moment ist es nicht möglich. Ja, dann werde ich auch später nicht mehr nachfragen, Werner. Also dann ist das so. Alles gut, weiß ich Bescheid. Mehr wollte ich gar nicht. Boah, wir wollten eigentlich was Hallo sagen. So, ja, dann ist das so. Machst du nix? Marc hätte ja klappen können, sage ich jetzt einfach mal so, aber wenn dem so ist, dass die Kollegen da nicht mal sich die oder uns die Option geben, dass wenn es passt, dann ist der Drops da gelutscht, dann haben wir halt keine Möglichkeit. Dann müssen wir schauen, was wir da machen oder wie wir es da machen. Können wir dann auch nicht ändern. Aber ich werde jetzt nicht anfangen mit bitte, ist es vielleicht doch. Da habe ich ehrlich gesagt keine Motivation drauf. So, Mieten muss ist, ja auch nicht sein. Ja, ach doch. Du weißt, was ich meine, ne? Mieten ist not possible. So, jetzt könnte man... Ja, ich habe eine Alternativoption. Ich habe eine Idee, die müssen wir nochmal besprechen, ob das vielleicht klappt oder auch nicht. Mal gucken. Hallo. Ein Wunderschön. Hallo, Boxe.
Entschuldigung für die Verspätung. Ja, noch bist du am Dienstag erschienen quasi. Ah, okay. Ich habe gesehen, hier gab's hier Gespräche? Ja, es gab Gespräche. Das Team um Ron hätte uns den Mähdrescher geliehen. Das Team um Werner hat gesagt, nö. Okay. Kurze Frage, soll ich noch Kartoffeln holen oder meinst du? Ich habe gerade schon geholt, weil es reichte. Hat nicht gereicht. Also, meinst du, brauche ich nochmal auffüllen? Nee, das brauchst du nicht. Ich habe jetzt 77%, aber ich habe das Saatgut vom Händler jetzt mitgenommen. Das, was in der Maschine drin ist, kriegen wir zum Schluss gut geschrieben. Haben auch die Leute in die Kommentare geschrieben. Ja. Deswegen mache ich jetzt hier einfach so weit wie nötig. Den Rest geben wir zurück und shit happens. Ja. Und ich habe gesehen, Feld 4 und 3 habt ihr schon gekauft. Ja, Feld 4 und 3, stimmt. Genau, das muss ich dir auch noch sagen. Haben wir gerade gekauft. Ich hatte mit Marc gesprochen. Die Leute haben mir geschrieben, dass Werner da mal angesprochen hatte. Wer weiß, vielleicht war es auch nur ein Köder, aber wir haben es schnell gekauft. Ja. Ich möchte nicht, dass das hier irgendwie okay. Ja, woanders landet, in anderen Besitz, ne? Ja. Genau, ja, wir müssen jetzt uns nochmal Gedanken machen. Vielleicht haben wir da am Donnerstag eine glorreiche Idee, wie wir jetzt unsere Felder runterbekommen. Auch die 3 und die 4, ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Weizen und Gerste, würde ich von der Farbe sagen. Ohne sie unterzugrubbern. Aber da hätte ich eine Idee, Jungs. Können wir gerne nochmal gleich besprechen. Aber 4 und 3? Ja, die 2 ist noch im Wachstum, die 3 ist erntereif, die 4 ist erntereif und die 5 ist erntereif. Wie gesagt, da lasst uns gleich gerne mal drüber sprechen, vielleicht am Donnerstag, weil mit dem Moment sind wir schon wieder fertig. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne mal in die Kommentare, in die Kommentare, falls wir bis Donnerstag noch nicht geklärt haben, wie euer Plan wäre, wie wir die Felder darunter bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, bis Donnerstag, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.